Einen wunderschönen Sonntagmorgen aus dem Landhaus Ettenbühl. Endlich geht's wieder los. Ich freue mich riesig, dass Sie wieder alle mit dabei sind und dass wir richtig loslegen können ins neue Gartenjahr. Und habe mir gedacht, wir fangen mit den alten, mit den historischen Rosen an, weil die einfach so toll und wertvoll sind. Oder gehören Sie auch zu denen, die immer denken so, ach, alte Rosen, die blühen nur irgendwie ein paar Wochen und dann sind sie so unordentlich und dann verbreiten sie sich so im Garten und das ist alles irgendwie so mühsam. Ich möchte Ihnen heute gerne zeigen, dass die unglaublich wertvoll sind im Garten und dass sie häufig sogar der Retter in der Not sein können. Kommen Sie mit, das wird spannend. Immer wieder gesagt, schreiben Sie mir Ideen, Anregungen oder wenn Sie irgendwelche Probleme haben, Fragen haben mit den Rosen. Und die Frau Wagner aus dem Allgäu hat mir gerade kürzlich was sehr Interessantes geschrieben und das passt nämlich heute hier zu unserem Thema. Sie ist ganz unglücklich mit ihren Rosen, die mickern ihr dahin, die blühen nicht mehr richtig, die sind ständig gestresst, haben Mehltau, alle möglichen Sachen und sie werden eigentlich Jahr zu Jahr schlechter. Und sie düngt und macht und pflegt sie ganz toll und es funktioniert trotzdem nicht. Es sind öfter blühende Strauchrosen, da sind wir nämlich genau beim Thema. Der Garten Allgäu, klar, da klingelt es gleich auf 700, 800 Metern Höhe. Der Garten ist relativ alt, da gibt es jede Menge Bäume mit schattigeren Plätzen auch mittlerweile, wo also die Rosen nicht mehr so viel Sonne kriegen. Das heißt, wo sie im Sommer auch von der heißen Sonne nicht mehr so durchgereift werden und geschoben werden. Und da ist halt echt zu überlegen, sind da die öfter blühenden Rosen noch angebracht oder sagt man halt, okay, ich gehe da auf einmal blühende Rosen, die mit solchen Umständen ganz, ganz toll klarkommen. Die einmal blühenden Rosen, und das ist halt das Thema, die können an schattigen Plätzen stehen. Gerade die Gallica-Rosen und die Alba-Rosen, keine Angst, ich erkläre die gleich noch alle, die Familien. Die können in hohen Höhenlagen stehen, wo es wirklich eisig wird, ja, weil die absolut winterhart sind. Die können an Nordwänden stehen, die klettern nämlich auch alle sehr gut, obwohl sie Strauchrosen sind. Und die haben also ganz viele tolle Eigenschaften für besonders schwierige Situationen. Und vielleicht schaut die Frau Wagner ja jetzt zu. Also an der Stelle, da kommen die öfter blühenden Strauchrosen eben mit den alten einmal blühenden wirklich nicht mit. Und deswegen, ich sage immer, wissen Sie, Sie haben so viele Sachen, die einmal blühend in den Gärten stehen, ob das die Magnolien sind oder die Deutzchen, die Forsythien, der Flieder und in der Zeit die Schneebälle, die Weigelien, ach was weiß ich denn was alles, was jetzt dann wieder auch kommt und wenn es dann alles anfängt zu blühen, früher, mein Gott, wie freuen wir uns drüber und wie schön finden wir das. Ich sage immer, überlistet euch ein bisschen selbst bei den alten Rosen, einfach wie einen ganz normalen Gartenstrauch betrachten, nicht wie eine Rose betrachten. Einfach sagen, Mensch, toll, in der Zeit, in der sie blüht, und es sind ja immerhin 3 Wochen, 4 Wochen, bei manchen 5 oder 6 Wochen, da sind die so unglaublich toll. Sie duften, sie sind romantisch, sie sind üppig und da hat man dann halt wirklich was davon, vor allem eben in solchen schwierigen Lagen. Und wir haben ja hier eigentlich keine besonders schwierige Lage. Wir sind so auf knapp 400 Meter, nicht mal. Also wir können hier wunderbar mit öfter blühenden Rosen arbeiten. Aber hier haben wir einen ganzen Rosengarten nur diesen alten Schönheiten gewidmet, weil sie das einfach verdient haben. Und ich sage es Ihnen, wenn dieser Rosengarten in der Saison in der Blüte steht, das ist also wirklich sagenhaft. Da kommt nichts anderes mit. Und deswegen möchte ich Ihnen jetzt noch ein paar Rosenfamilien vorstellen, ein paar meiner absoluten Lieblingsalten Rosen. Und vielleicht kann ich Sie ja dann auch davon überzeugen. Eine ganz wunderschöne
Familie unter den alten Rosen sind die Damascener-Rosen. Die kamen ursprünglich aus Kleinasien und sind schon wirklich seit dem Altertum wurden die angebaut, wurden zur Rosenölgewinnung und Rosenwassergewinnung verwendet, bis heute im Prinzip. Und eine von den ganz besonders schönen, die ich wirklich sehr, sehr schätze, das ist Isfahan. Sie sehen übrigens auch, dass die alles Laub im Moment noch tragen. Da werden wir demnächst wirklich ran müssen, bevor wir schneiden, damit wir das Laub, das Alte, alles wegbekommen, weil das soll natürlich nicht dranbleiben, aber dazu mehr im nächsten Video. Isfahan, wir haben mal gezählt, wenn dieser Strauch, wie Sie ihn hier sehen, in Blüte ist, in voller Blüte, dann haben wir da bis zu 1000 Blüten gleichzeitig dran. Wunderschöne, gefüllte, duftende Blüten, aus denen man übrigens auch ganz toll selbst Rosenwasser herstellen könnte. Also das ist wirklich ein absoluter Traum, die ist dann übersät von unten bis oben und rundum. Wenn wir sie jetzt demnächst schneiden, dann wird sie ungefähr so ein Drittel eingekürzt. Und da sehen Sie halt, Sie können diese alten Schönheiten kompakt halten. Das müssen nicht irgendwelche ausladenden, riesigen, alles plattmachenden Sträucher sein, was häufig eben der Fehler ist bei den einmal blühenden. Die kann man wirklich, wie die Strauchrosen, die anderen auch, wie die öfter blühenden, schön als Busch kompakt halten, indem man sie eben kompakt schneidet. Die zweite von den Damascener-Rosen, die ich total liebe, das ist Madame Hardy. Weiß, reines Weiß, mit diesem berühmten grünen Auge in der Mitte. Wunderschön, toll in der Vase, auch eben fantastischer Duft. Eine super Kletterrose, auch an kalten Wänden. Also die wird so als Strauch auch so hoch oder ein bisschen niedriger. Aber Sie können sie auch eben an der kalten Nordwand klettern lassen. Haben Sie eine herrliche weiße Kletterrose an der Wand mit einem wahnsinnigen Duft. Und der ist so ein bisschen zitronig. Das ist so die Note bei der, was eben auch sehr schön ist. Also Damascener-Rosen, wunderbar. Die andere tolle Familie unter den Einmalblühenden oder auch Sommerblühenden, wie Sie möchten, alten Rosen, sind die Alba-Rosen. Und hier drüben haben wir zum Beispiel Königin von Dänemark und finde ich, ist wirklich eine der wunderschönsten Rosen überhaupt. Hat diese perfekte, geviertelte, wunderschöne Blüte, eben diese klassischen alten Rosenblüten, sehr romantisch. Einen wunderschönen Duft. Die Alba-Rosen haben im Prinzip alle so ein bisschen grau im Laub, was immer ein ganz, ganz schönes Spiel ist, Zusammenspiel mit den Blütenfarben, die so von zartem Rosa über stärkeres Rosa pastellig gehen. Also wirklich sehr, sehr schön. Und die Königin von Dänemark ist halt auch wirklich so eine Alba-Rose, die wächst ihnen einfach quasi überall. Kann ein toller Strauch kompakt werden, kann klettern wie die Madame Hardy eben. Und ist also, finde ich, eine der wirklich romantischsten Rosen überhaupt, unübertroffen. Und eine andere Alba-Rose, die ich auch zum Beispiel total gerne mag, ist Bella Moore. Das ist zwar nicht eine ganz gefüllte Blüte, das ist auch heute gar nicht mehr so im Trend. Viele suchen ja so ein bisschen nach diesen offeneren Blüten, weil die natürlich die Staubgefäße dann auch schön zeigen und da setzen sich die Bienen so gerne rein. Das ist natürlich immer auch noch eine zusätzliche Eigenschaft, die toll ist. Und diese Bella Moore finde ich auch eine der ganz wertvollen Alba-Rosen, weil sie macht große Hecken, wenn ich das möchte. Sie macht wunderschöne große Sträucher. Sie hat eine wahnsinnige Fernwirkung mit dieser tollen Farbe und eben dann den Staubgefäßen, die man sieht, kann auch an allen möglichen schwierigen Orten kultiviert werden. Und also hier Allgäu, Schwarzwald, Schweizer Jura, Matterhorn, ich habe keine Ahnung. Also das geht wirklich überall und ist also eine meiner absoluten Lieblinge. Bella Moore kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. Ganz wichtig natürlich auch noch die Familie der Centifolien, Rosa Centifolia. Der Name sagt es ja schon, das ist die Rose der 1000 Blütenblätter. Die haben also ganz gefüllte, wunderschöne Blüten mit ganz, ganz, ganz vielen Blütenblättern, auch einen hohen Ölgehalt im Blütenblatt. Und deswegen wird die Rose auch ganz gerne zur Parfumgewinnung angebaut, in Südfrankreich zum Beispiel, Grasse und all solchen Plätzen. Und die Centifolien, die sind eigentlich entstanden im 16. Jahrhundert schon in den Niederlanden, in Holland.
Und deswegen, wenn Sie alte Gemälde sehen, alte Holländer, alte Meister, dann sehen Sie meistens die Rosen, die Sie darin dann wahrnehmen. Das sind Zentifolien, wie zum Beispiel Fontaine Latour, eine der ganz, ganz berühmten. Die steht hier irgendwo. Wir blenden Sie mal ein, damit Sie auch sehen, wie die im Sommer aussehen. Und Fontaine Latour hat zwar nicht so ganz den starken Duft, das ist gar nicht so vorstechend, aber hat eine unglaubliche Ausdruckskraft, eine wunderschöne Rose. Oder Kontrastprogramm in einem starken Mauve, also eine richtig tolle, starke Farbe mit tollen Nuancen. Das ist Tour de Malakoff, das ist eine ganz tolle Rose auch. Und die sind unglaublich gesund, sehr, sehr ja, wenig fordernd. Die sind auf kargen Böden, in schwierigen Lagen, wirklich krankheitsfrei und toll. Tolle, verlässliche Gartenpflanzen. Also auch die kann ich Ihnen ans Herz legen. Gibt natürlich noch viel, viel mehr Zentifolien wie bei den anderen auch, aber einfach jetzt mal so ein bisschen Ihnen so die ersten zu nennen, die besonders schön und besonders eben auch verlässlich sind. Wunderschöner Duft auch, Moosrosen. Auch ganz, ganz wichtig. Moosrosen sind im Prinzip eine Mutation von Zentifolien, kann man sagen. Die haben nämlich eben so ganz bemooste Knospen und haben so einen ganz balsamischen Duft. Nicht nur Knospen, auch die Triebe sind teilweise so ein bisschen bemoost. Und wenn man da dran reibt, dann hat man diesen wunderschönen Moosrosenduft, ganz würzig. Und das ist dann eben der zusätzliche Duft im Prinzip zur Blüte. Und es gibt auch da etliche wirklich wunderschöne. Old Pink Moss ist natürlich die bekannteste. Wahnsinnig widerstandsfähig und gesund. Wir haben die hier überall so ein bisschen in unserem Wäldchen verteilt, weil sie einfach auch in diesen totalen Schattenlagen so toll ist. Und eben dieses Balsamische, dieser Duft dann immer sehr, sehr schön, da so ein bisschen eben darum wabert. Oder Chapeau de Napoleon ist eine ganz bekannte, auch mit einer tollen Farbe, super wunderbare Fernwirkung. Und die heißt nach Napoleon, weil die Knospe so ein bisschen wie so ein Dreispitze aussieht, den er ja immer auf dem Kopf hatte. Und deswegen hat die ihren Namen bekommen. Also ja, ganz stark eben duftend, balsamisch duftende Rosenfamilie, die eben auch in unseren Gärten einen unglaublichen Wert hat, eben auch, weil sie sehr, sehr widerstandsfähig ist. Die letzte Rosenfamilie von den einmal blühenden, sommerblühenden Rosen, die ich Ihnen heute vorstelle, das sind die Gallica-Rosen. Ganz besonders wertvoll und ganz besonders alt. Die gab es nämlich schon vor 2000 Jahren bei den Römern. Die haben da auch Rosenöl schon draus hergestellt damals. War eine wichtige Rosenfamilie. Und die meisten Gallica-Rosen wurden dann so im 18. Jahrhundert gezüchtet. Aber auch heute werden noch einmal blühende Rosen, sommerblühende Rosen gezüchtet, weil sie eben so wertvoll sind. Und das sind dann trotzdem alte Rosen, weil beide Eltern eben wiederum alte Rosen sind. Und dann ist es auch wieder eine alte Rose. Ist übrigens auch spannend, diese ganze Vermehrung von Rosen. Das machen wir dann auch mal irgendwann in einem Video. Auf jeden Fall stehe ich jetzt hier an der Wand vor Lord's Garman, wieder einer Rose von John, die er nach seinem Vater benannt hat, weil der war der höchste Richter Englands und hatte immer diese Richterroben an und die sind in diesem wunderschönen Purpurrot und deswegen eben diese Benennung. Und hier an dieser Wand würde sonst nicht wirklich was wachsen wollen. Vielleicht noch irgendwie eine Hortensie, eine Schattenhortensie oder sowas. Aber sicher keine öfter blühende Kletterrose. Also wenn wir jetzt hier irgendwie eine schöne, was weiß ich was, Gloire de Dijon oder Lady Hillington oder Sombreuil oder sowas setzen würden, dann hätten wir hier einfach eine Rose, die im Stress wäre, ständig Mehltau hätte, krank wäre und überhaupt nichts bringen würde. Und da sagen wir natürlich lieber eine einmal blühende in dem Fall hier hinsetzen, die ihre 4, 5, 6 Wochen uns traumhaft diese Wand wirklich attraktiv bespielt. Und dann wirklich was hermacht, später Hagebutten zeigt. Und da hat natürlich, haben alle mehr davon. Grundsätzlich nochmal als Tipp bei den alten sommerblühenden Rosen, die können Sie jetzt jederzeit schneiden. Ob Sträucher oder hier an der Wand. Und da können wir also jetzt, auch wenn noch Schnee kommt, auch wenn noch Eis kommt, auch wenn noch richtig harte Fröste sind, Sie wissen, kennen Sie noch, geht nicht ohne, können wir jetzt natürlich hier jederzeit schon zurückschneiden. Bei den öfter blühenden Rosen, da lasse ich im Moment noch die Finger bzw. die Schere davon. Aber hier kann ich natürlich schon ans Werk. Ich habe jetzt meine Handschuhe nicht dabei, sollte man natürlich immer anziehen,
Aber Sie sehen, die Rose hier drüben habe ich auch schon ein bisschen zurückgeschnitten gehabt und angefangen. Die wird jetzt einfach zur Wand hin zurückgeschnitten. Die ganzen alten Hagebutten, die alten Blätter, das Laub, alles weg. Und dann wird die demnächst wieder hier wunderbar blühen. Also das ist kein großes Hexenwerk. Über Laub und das Entfernen vom Laub und eben den grundsätzlichen Schnitt jetzt im Frühjahr und was wir dann machen müssen, da gucken wir dann in einem der nächsten Videos wieder. Also nochmal zusammenfassend, mein Plädoyer für die alten, einmal blühenden, sommerblühenden Rosen. Schwierige Standorte, wie hier so eine Wand, die sehr viel Zug abkriegt. Das ist quasi unser Isthmus aus Sibirien, da kommt es durchgepfiffen im Winter und häufig ist hier ein bisschen Morgensonne drauf und dann ist aber nicht mehr viel. Also an so einer Wand kann ich nur mit einer einmal blühenden Rose arbeiten und das trifft eben auf viele Standorte in ihren Gärten zu, wo sie einfach viel besser damit bedient sind, wenn es schattig ist, wenn es kalt ist, wenn sie in Höhenlagen leben. Wie gesagt, dann eben die alten einmal blühenden, aber nicht nur dann, sondern ja, gestatten Sie sich bzw. leisten Sie sich vielleicht den ein oder anderen Platz in Ihrem Garten für diese alten Schönheiten, weil sie sind halt wirklich an Duft, an Ausdrucksstärke, an Romantik wirklich nicht zu übertreffen. Da kommen die öfter blühenden nicht wirklich mit, teilweise so ein bisschen kommen sie dran, aber es ist wirklich wert, diese alten einmal blühenden weiter in den Gärten zu haben. Ja, das war es schon wieder für heute aus den Ettenbühler Gärten. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß mit den alten Schönheiten. Hier im Rosengarten, im runden Rosengarten, da sehen Sie, gähnende Leere, geht natürlich jetzt auch bald wieder los, wenn der John Mitte Februar kommt und unsere Männer alle aus der Winterpause zurück sind, dann wird hier bepflanzt. Im Wassergarten ist jede Menge los, überhaupt klar, logisch. Jetzt geht es dann richtig los, überall in den Gärten ist was zu tun. Ich freue mich riesig drauf, vor allem, dass Sie immer dabei sind und mitkriegen, was wir hier so aktuell in den Ettenbühler Gärten machen. Sie haben am Sonntag Ihren Logenplatz bei uns und das ist richtig klasse. Wenn Sie Fragen haben, einfach hier unten aufklicken, können Sie jederzeit fragen oder kommentieren oder schreiben Sie mir wie gehabt eine E-Mail. Sie finden hier auch unterhalb des Videos die ganzen Links mit allen Rosen, die ich heute genannt habe und die ich Ihnen ans Herz legen wollte, wenn Sie da weitere Infos haben möchten. Und nicht vergessen, Rosenfreunde-Wochenende, 5. März, sind noch ein paar Plätze frei. Das ist das Wochenende mit John und mir, wenn es am Samstag um Strauchrosen geht, am Sonntag Kletterrosen und Rambler. Da könnten Sie sich noch anmelden. Das zweite ist schon voll belegt, aber am 5.3. hat es noch Platz. Und für heute wünsche ich Ihnen noch einen schönen Sonntag. Hab mich gefreut, dass Sie wieder mit dabei waren und freue mich, wie Sie merken, sehr, sehr, sehr darauf, dass wir jetzt wieder richtig loslegen können. Haben Sie noch einen schönen Sonntag, genießen Sie ihn und dann bis nächste Woche. Tschüss.